Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Man NFL Football. Wir sind beim nächsten Solo-Battle. Es geht heute gegen die Denver Broncos. Wir spielen hier im Mile High Stadium. Kick ausgeführt bis an die 5-Yard-Linie. Wird jetzt retourniert von Deion Sanders. Und der hat da außen eine Lücke und ist durch. Und das ist ein Kick-off-Return-Touchdown zum Start in die Partie. Ach, ich liebe es, wenn Spiele so anfangen. So, der PET ist auch gut. Wir haben einen 7:0 nach 10 gespielten Sekunden auf der Uhr. So, wenn es nach mir ginge, können wir jetzt abpfeifen. Alles ist gut. Wir nehmen die Punkte hier mit aus Denver. Und alles ist schön. Aber ich glaube, so leicht wird es nicht. Kickoff bis an die Goal Line, aufgenommen von den Broncos. Zurückgetragen bis an die 24-Yard-Linie. So, wir gehen nicht aggressiv im Tackling vor. Steve Young von den San Francisco 49ers, Super Bowl Champion, hat damals damals aus San Diego Chargers, heute sind es ja die LA Chargers, im Super Bowl gnadenlos weggeknallt. So, das erste Laufspiel haben wir auch weggeknallt, um bei der Analogie zu bleiben. 2. und 14 an der 19-Yard-Linie für die Broncos. Wieder Laufspiel, diesmal durch die Mitte. Ein bisschen erfolgreicher. Bleibt aber bei einem Minusyard, also sprich, wir haben einen dritten Versuch und 11. Und das von der eigenen 23-Yard-Linie. Kein guter Start für die Broncos. Und der ist intercepted. Ryan Shazier, glaube ich, war. Nein, das war Xavier Woods, mein Safety. Der hier hochspringt und die Interception macht. Wir kommen an der 35-Yard-Linie der Broncos also in Ballbesitz. Und wollen natürlich erstmal ein bisschen laufen. Wir laufen über die rechte Seite. Oder ist der End aber komplett durchgekommen? 2. und 11. Da haben wir uns nicht mit rumbekleckert bei dem Versuch. So, versuchen wir mal einen Passspielzug. Den Texas, den spielen wir immer sehr, sehr gerne. Cooper auf der Außen, eventuell 1 gegen 1. Ansonsten gehe ich über Sharp. Da kommt ein Blitz von der linken Seite. Das heißt, dass der Tight End frei ist. Und der Tight End ist in der Endzone an alter Wirkungsstätte. Shen Sharp. Mit dem schnellen Touchdown nach der Interception. Wir sind hier noch im ersten Quarter wohlgemerkt. Und es steht 14:0. So, der Kickoff. Aufgenommen in der Endzone der Broncos, wird herausgetragen. Und endet an der 28-Yard-Linie. Neuer erster Versuch und 10 für Steve Young. Der jetzt erstmal sehen muss, dass er die Interception abschüttelt. Erster Versuch und 10. Laufspiel wieder. Oh, durch die Mitte. Knallharter Hit hier von Sean Lee. 2. und 7. So, der Ball liegt an der 30. Laufspiel über die Außen. Jeff Heath passt auf. Achtet darauf, dass Barry Sanders nicht zur Entfaltung kommt. Heißt 3. und 6. Wieder ein dritter Versuch für die Broncos. Vollständiger Pass, Diemers, das müsste auch gereicht haben für einen First Down.
Na, uiuiui, der war incomplete. Der Receiver konnte den Ball nicht festhalten. Sah eigentlich nach der Completion aus. So haben wir einen 4. und 6. 3 and out für die Broncos. Aufgenommen an der 18-Yard-Linie. Der Return hier von Sanders. Der läuft über die Außen und kommt bis an die 44-Yard-Linie. 18 Sekunden haben wir noch zu spielen. Im ersten Viertel. Ein Horror-erstes Viertel für die Broncos. So, wir laufen. Diesmal gehen wir aber mal über die linke Seite. Elliott kommt bis an die Mittellinie, an die 50-Yard-Linie. Und das dürfte, glaube ich, der letzte Spielzug gewesen sein, den wir hier im ersten Quarter gesehen haben. Ja, das wird nicht mehr reichen, um da noch einen Snap durchzuführen. Nein. Das war's. 2. und 4. So, dann laufen wir jetzt auch mal durch die Mitte. Elliott über die rechte Innenseite. Kommt ein Blitz. Ja, aber da musste ich, weil in der Mitte war alles zu, da musste ich über die Außen gehen. War ja nicht die schlechteste Lösung. Aber wir sind an der 36-Yard-Linie, haben einen neuen ersten Versuch und 10, laufen wieder durch die Mitte. Wir haben schon der Field Goal Range. Auch hier ist die Seite wieder komplett zu, aber leider auch die Außen. 3 Yards Raumgewinn für Elliott heißt 2. Versuch und 7. Ich bleib noch auf dem Boden. Laufen aber jetzt über die Außen. Elliott über die linke Seite. Oh, da geht. Ne, uiuiui, da haben wir mächtig Glück gehabt. Schöner Spin-Move. Der ist unglaublich. Unglaubliche Ezekiel Elliott. Wie er da durchgekommen ist. Das sah nach einem gewaltigen Tackle for Loss aus. Ja, und jetzt ist der Ball an der 8-Yard-Linie. Der Broncos. Gibt nichts mehr mit dem Spielzug vor dem 2-Minute-Warning. Das heißt, wir sind in den letzten 2 Minuten des Spiels. So, und wir laufen weiter. Lauf durch die Mitte. Damit fangen wir mal an. Ezekiel Elliott. Erster Versuch und Goal. Kommen bis an die 6-Yard-Linie. Second and goal. Ich bleib noch auf dem Boden. Jetzt probieren wir den Halfback-Toss. Also wieder Lauf über die Außen, aber diesmal einen großen Bogen. Los geht's. Ja, und da ist Elliott in der Endzone. Eindeutiger Touchdown für die Cowboys. Und eine ganz, ganz böse erste Halbzeit für die Broncos. Ja, hier im Mile High gellen die Pfiffe durch das Stadion. Noch kein First Down der eigenen Mannschaft. Kick bis an die 5-Yard-Linie. Return endet an der 31. So, jetzt kommt Steve Young zum dritten Mal aufs Feld in dieser ersten Halbzeit. Und es muss was rumkommen. Die Broncos brauchen Punkte. Sonst ist dieses Spiel hier schon zur Halbzeit entschieden. Erster Versuch und 10. Schneller Pass, schöne Completion hier von Steve Young. Die Broncos gehen in die No-Huddle-Offense über. Und auf einmal läuft's. Ball ist an der 36-Yard-Linie. So schnell und schon sind sie so gut wie in Field-Goal-Range. Ich musste per Audible auf einen Blitz wechseln, da ich keinen mit einer Man-to-Man-Coverage bekommen habe. Aber der nächste vollständige Pass und das erste Timeout der Broncos. Sie sind in meiner Red Zone angelangt. Das heißt, erster Versuch und 10 an der 18-Yard-Linie.
Der nächste vollständige Pass von Steve Young. Zweites Timeout genommen von den Broncos. Eine haben sie noch. Aber oh, wie schnell sie hier nach vorne gestürmt sind. Unfassbar. Das ging richtig schnell. Und sie bekommen den Ball ja in der zweiten Halbzeit als erstes. Wow. Hoher Pass. Gut verteidigt von Waltz. Der Receiver kann den Ball dadurch nicht... Der galt als Completion. Das ist so ein Scherz, Leute. Third and inches. Ja, aber sehr, sehr Bronco-freundlich, der Call. Ball liegt jetzt an der 3-Yard-Linie. Erster Versuch und Goal. Wir haben einen Goal-Line-Stand. Wir sind gleich in den letzten 30 Sekunden der Halbzeit. Da ist der Touchdown. Fehlerfrei gespielt von Steve Young, dieser Drive. Wacht. So, der Field Goal, der PAT Attempt. Keine Chance für Abuzie, da etwas zu blocken. Und es steht 21-7. Und wie gesagt, die Broncos bekommen den Ball zuerst nachher zu Beginn der zweiten Halbzeit. Das bedeutet, sie können dann auf 14-21 herankommen. Aber noch haben wir 27 Sekunden. Amari Cooper nimmt den Ball auf an der 3-Yard-Linie. Kommt bis an die 28. 22 Sekunden haben wir noch. Ich hatte zwar noch drei Auszeiten, aber 22 Sekunden ist natürlich ein bisschen sehr knapp. Ich versuche mit einem Lauf über die Außen im hohen Bogen, um hoffentlich einen Geschwindigkeitsvorteil rauszuholen. Erster und 10. Elliott kommt bis an die 35-Yard-Linie. Ich nehme meine erste Auszeit. 15 Sekunden noch zu spielen. Wir haben einen zweiten Versuch und 4. Ich werde mal wieder den Toss ausschauen, mal was er mir da an... Ja, dann bleiben wir bei dem Lauf. Laufen aber über die linke Seite mit Elliott. Oh, da sind schöne Blocks. Das sind mal richtig schöne Blocks. Wir gehen ans Aus in der, an der 46-Yard-Linie. In 9 Sekunden haben wir... Wir müssen so 15 Yard noch machen. Dann können wir ein Field Goal versuchen. So, ich schaue mir Sharp an, ich schaue auf Cooper an. Guck mal, ob Keyshawn Johnson links außen 1 gegen 1 hat. Das hat er aber nicht, aber Shannon Sharp, Mutterseelen allein. Wir sind an der 22-Yard-Linie. Den haben sie aber mal komplett alleine gelassen. Der Field Goal-Versuch ist gut. Wir haben ein 24-7. So, wir steigen gleich ein in die zweite Halbzeit. Wie gesagt, wir eröffnen per Kickoff. Die Offense der Broncos ist gleich als erstes in Ballbesitz. Kick geht bis in die Endzone. Gott, oh Gott. Leighton Van Der Esch, mit dem bin ich gerade mal komplett am Returner vorbeigelaufen. Da war ich geistig, glaube ich, auf einer komplett anderen Ebene unterwegs. Erster und 10 an der 27-Yard-Linie. Der wichtige erste Drive nach der Halbzeit. Steve Young versucht selbst zu laufen. Kann sich beim ersten Mal noch lösen, aber dann wird er doch erwischt. 2. und 17. An der 20-Yard-Linie. Kein guter Anfang. Anders, aber der ist kein Faktor. 3. und 16. Und das ist natürlich richtig übel. An der eigenen 20-Yard-Linie gleich so einen langen dritten Versuch zu haben. Aber Steve Young macht das, da er auch keinen Druck bekommt
Und im letzten Augenblick kann Sanders noch dem Receiver einen entscheidenden Schlag mitgeben, damit er ins Straucheln gerät, sonst wäre er durch gewesen. Die Broncos sind schon über die Mittellinie. Wir hatten sie eigentlich doch gestoppt. Gonzalez geht hier in Motion. Laufspiel aber wieder unterbunden. Barry Sanders 6 Läufe für gerade mal ein Yard Raumgewinn in Summe. 2.12 an der 50-Yard-Linie. So, 1.10 an der 35. Harris geht in Motion. Lauf durch die Mitte. Der ist immer noch... Ui, 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 ui. Auch wieder so ganz, ganz knapp. Ihn gerade noch ins Straucheln gebracht. 2.3 an der 28. Er ist mit diesen kurzen Läufen, kurzen Yardgewinnen, die die Broncos hier haben. Die Zeit geht um. Oh, sehr schöner Lauf von Sanders. Oh, mein Gott. Da hat er mit einem Lauf auf einmal alles wieder gut gemacht. Goal-Line-Stand an der 1-Yard-Linie. Wir sind kurz vor Ende des dritten Quarters bereits. Das ist das einzig Gute an diesem Drive, dass er viel, viel Zeit gekostet hat. Steve Young, Play-Action in die Menge geworfen. Das war mal sportlich. Das war das dritte Quarter. Wir gehen gleich rüber ins vierte. Second and Goal. Immer noch an der 1-Yard-Linie. Laufspiel, ja, da ist er in der Endzone. Touchdown, Broncos. Ja, das war nicht so schön. So, der PET. Und die Broncos verkürzen auf 10 Punkte. Wie wichtig jetzt dieses Field Goal ist, dass wir noch vor der Halbzeitpause geschossen haben, sieht man jetzt daran. Sonst hätten wir hier ein One-Score-Game. So, Onside-Kick der Broncos. Sie riskieren es gleich. Die Cowboys können den Ball recovern, aber mit Problemen. Da waren 3 Cowboys notwendig, um den Ball zu sichern. So, erster Versuch. So, ich versuche Laufspiel über die Außen mit Ezekiel Elliott. Kommt schön in den Spin-Move hinein und trägt den Ball bis an die 36-Yard-Linie der Broncos. Zweiter Versuch und 1. Logisch, ich bleibe jetzt beim Laufspiel. Halfback-Toss, also in einem großen Bogen geht es über die Außen. Ne, da passe ich. Da sind 2 Verteidiger an der Line, die ungeblockt sind. Cooper und Johnson gehen auf Slant Routes. Amai Cooper hat den Ball. Schöner Move und er ist in der Endzone. Mit einem Passspielzug kommen wir hier in die Endzone. Und stellen den alten Abstand wieder her. Jetzt wird es natürlich sehr, sehr schwer für die Broncos. Weil wir haben jetzt wieder ein 3-Score-Game. Jetzt müssen sie 3-mal scoren, um das Spiel hier zu drehen. So, der Kick geht bis an die 5-Yard-Linie, wird dort aufgenommen für den Return. Knallharter, kompromissloser Hit. Erster Versuch und 10 an der 24-Yard-Linie. So, wir haben noch 14 Sekunden zu spielen vor dem 2-Minute-Warning. Und ein Sack, Steve Young. Und das war auch der letzte Spielzug vor dem 2-Minute-Warning. Ja, die Uhr läuft runter. Die letzten 2 Minuten des Spiels brechen an.
So, 2. und 14. Schöner Hit, aber hat das schon für einen First Down gereicht? Noch nicht ganz. 3. Versuch und 1 an der 33-Yard-Linie. Shondy sackt Steve Young. Timeout genommen von den Broncos. 4. Versuch und 9 von der eigenen 25-Yard-Linie. Oh, viel Zeit für Steve Young. Da geht er tief und findet einen Receiver. Viel zu viel Zeit da hinten. Boah, mit einem Pass sind die Broncos in der Red Zone. Unfassbare Bombe, die Steve Young hier rausgehauen hat. 1. und 10. Incomplete Pass. Zweiter und 10. Ja, da hat man mal gesehen, was Steve Young für einen Arm hat. Kurze Completion heißt 3. und 6 an der 14-Yard-Linie jetzt. Wieder viel, viel, viel Zeit. Ja. An der 1-Yard-Linie. Ich hätte eigentlich gedacht, das war ein Touchdown. Aber der Ball wird an der 1-Yard-Linie platziert. Der hat Kontrolle über den Ball gehabt. Naja, das ist der zweite seltsame Call. Aber wir nehmen das mal so zur Kenntnis. 21 zu 31, also sehr viele Punkte hier im Match. Es wird wieder einen Onside-Kick geben. 44 Sekunden vor Ende des Spiels. Diesmal aber sicher recovered. Keyshawn Johnson greift zu. 1. und 10 an der 43-Yard-Linie. Die Broncos können noch zweimal die Uhr anhalten. Zwei Auszeiten haben sie also noch. Wir laufen über die rechte Seite. Aber nicht besonders weit. Timeout genommen von den Broncos. Eine bleibt noch über. Wir bleiben mal beim Lauf über die Außen. Gehen jetzt aber... Oh, ja. Nee, da muss ich passen. So, Stick. Das heißt, Johnson geht auf eine Slant Route. Sharp ist mal die Sicherungsoption. Die wir jetzt auch ziehen. Timeout genommen von den Broncos. Das war die letzte Auszeit. Jetzt können sie die Uhr nicht mehr anhalten. 3. Versuch und 1. Wir laufen durch die Mitte. Da zeigen mir die Broncos eine eindeutige Run-Defense an. Da gehe ich doch per Audible auf einen Slant. So, Cooper und Johnson. Meine Anspielstationen. Und da laufen wir selbst, holen das First Down. An der 27-Yard-Linie, die Uhr läuft weiter. So, wir laufen mit Elliott über die linke Seite außen herum. Schöne Blocks. Ball ist an der 12. 10 Sekunden noch zu spielen. Ganz ehrlich, wenn ich hier nochmal die Chance zu punkten bekomme, nehme ich die auch noch mit. Muss aber nicht unbedingt sein. So, Blitz kommt von der rechten Seite. Da wollten wir eigentlich hinlaufen. Da muss ich doch passen. Johnson und Cooper gehen auf Slant Routes. Und der ist intercepted. Och nee. Da wollten wir zu viel. Da, dieser Interception kurz vor Schluss. 1. und 10 für Steve Young und die Broncos. 6 Sekunden vor dem Ende. Hail Mary Time. Und direkt die nächste Interception. So, jetzt lasst uns das Ding jetzt zu Ende bringen. An der 36-Yard-Linie 2 Sekunden noch zu spielen. Das heißt,
Es wird noch eine Ballübergabe jetzt an Elliot geben. Blitz kommt von der rechten. Wir wechseln daher rüber auf die linke Seite mit unserem Laufspielzug. Und das war's. Wir schlagen die Broncos 31 zu 21. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.